Herzlich willkommen zurück bei Risen, wo ich, soweit ich jetzt erkennen kann, wenn man das jetzt, ich hoffe, das hängt jetzt nicht auf. SweetFX drauf, aber ein bisschen verbesserte Farbqualität, würde ich sagen. Ich habe aber vergessen, was wir jetzt eigentlich tun müssen. Oder tun wollten. Wir brauchen noch eine Feder, das weiß ich. Okay, das erzählen wir alles später. Wir wollen eigentlich nur diese blöde Feder. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ja, das haben wir. Der Truthahn. Postgefährliche Monster, gegenseitige Hilfe, der Kristall des Feuers, besorge eine Schreibfeder. Wo könnten wir noch? Müssen wir echt von Enzo die Karte kaufen? Können wir die nicht irgendwie abknüpfen? Ihr könnt auch gerne in die Kommentare übrigens schreiben, wie ihr das findet mit dem SweetFX, ob es wirklich irgendwie eine merkbare Besserung gibt. Ich finde es sogar wirklich schon. Es sieht doch... Chef, ich zeig's nochmal. Ich finde, das sieht schärfer aus auch. Kann mich natürlich auch täuschen. So, wir springen jetzt hier mal runter und schauen, was sie hier so finden. Hier ist ein Ring, den man nicht benutzen kann. Was habe ich jetzt? Da, der Ring. Mit wahllosen Herumklicken kommt man doch auch weiter. Oh Gott. Ah, das ist der Weinkeller, oder? Was man hier alles entdeckt. Das ist... Schlösserknacken verstehe ich. Ja, das ist blöd. Schlösserknacken verstehe ich nichts. Das ist sogar ziemlich ärgerlich, finde ich, dass das mit dem Schlösserknacken nicht wirklich funktioniert. Das sollten wir echt noch irgendwo lernen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich meine, sonst haben wir hier von gar nichts. Aber das merken wir uns. Ich werde, ich vergesse es. Dass wir hier unten etwas tun können. Eigentlich suche ich nur verzweifelt nach einem Truthahn. Wo könnte ich einen Truthahn finden? Wo könnte man wirklich einen Truthahn finden? Was wollen wir tauschen? Ich kenne die Zutat für Nautilus. Lass uns tauschen. Hervorragend. Für welchen Spruch soll ich dir die Zutaten verraten? Kennen wir die nicht schon? Für den Zauber Witz. Für diesen Zauber brauchst du eine Perle. Um eine Spruchrolle Nautilus zu schreiben, brauchst du eine leere Nautilus-Schale. Oh, ich Idiot, natürlich. Da hätte ich auch alleine drauf kommen können. Das ist... Kannten wir das nicht schon? Was braucht er? Das ist das Zeug, das du brauchst. Wunderbar. Ich stehe zu deiner Verfügung. Was kannst... Wow. Naja, egal, da haben wir trotzdem Erfahrung dafür bekommen. Dann erzählen wir ihm mal alles. Ich kenne die Zutat für die Spruchrolle Licht. Eine sehr nützliche Spruchrolle. Sie wird Bestandteil deiner abschließenden Prüfung sein. Bitte was? Also merke sie dir gut. Also was braucht man, um die Spruchrolle zu schreiben? Ein paar Goldstücke. Sehr gut. Ich kenne die Zutat für den Zauber der Illusion. Und was ist es? Der Hauer eines Keilers. Ich kenne die Zutat für den Spruch Nautilus Verwandlung. Gut. Also, was brauchst du dafür? Bla bla bla. Die Schale einer Nautilus. Richtig. Dieser Zauber ist sehr mächtig. Deshalb sind die Schalen sehr begehrt. Ist okay. Ich kenne die Zutat für den Zauber Telekinese. Dann lass mal hören. Man braucht etwas Flügelstaub. Richtig. Sehr gut. Ich kenne die Zutaten für die geringe Heilung. Das ging schneller, als ich erwartet habe. Welche ist es? Das Heilkraut. Ich kenne die Komponente für den Spruch, Witz. Welche ist es? Eine Perle. Du hast bewiesen, dass du fähig und willens bist, zu lernen. Der theoretische Teil deiner Ausbildung ist abgeschlossen. Wenn du die nötige Erfahrung hast, werde ich dir das Talent beibringen. Ja, bitte. Wie erschaffe ich eine magische Spruchrolle? Um eine Spruchrolle zu schreiben, brauchst du eine Vorlage. Also eine Rune. An einem Runentisch kannst du die magische Struktur der Rune auf ein Pergament kopieren.
Damit die Magie in dem Pergament gespeichert wird, brauchst du je nach Zauber verschiedene Zutaten. Bin ich jetzt bereit für die Prüfung? Ja, du hast viel gelernt. Wenn du willst, werde ich dich prüfen. Okay. Prüfe. Ich dachte, wir brauchen die Feder. Um meine Prüfung zu bestehen, musst du selbst und ohne Hilfe eine Spruchrolle anfangen. Da haben wir es. Ich stelle dir lediglich die Rune und den Arbeitsplatz zur Verfügung. Alles Weitere liegt bei dir. Hier, nimm diese Rune des magischen Lichts und beginne dein Werk. Goldstücke. Jetzt brauchen wir noch diese Feder. Ich brauche eine Schreibfeder. Ja, wir müssen sie doch irgendwo anders noch herbekommen können. Natürlich können wir ja rausgehen und sie irgendwo kaufen. Ich denke, das ist sogar tatsächlich möglich. Aber ist es das wert? Ich schau mal nach, was die anderen Prüfungen sind. Okay. Meister Abrax. Der will die bannen. Was ist die Prüfung von Meister Ignatius? Ich glaube, die haben wir sogar tatsächlich schon geschafft. Eine Feder. Weißt du, vielleicht, wo man Truthahn herbekommt? Wolltest du was? Ja, einen Truthahn, mein lieber Freund. Schlösser knacken, verstehe. Gut, dann gehen wir halt mal raus. Ich will echt keine 250 Gold für eine Feder ausgeben. Da bin ich etwas geizig. Ich finde es auch ziemlich, naja, nicht notwendig. Okay, speichern mal. Wir haben ja doch was geleistet schon. Lass mich raus, Pallas. Das Tor kann geöffnet werden. Und Meister Ignatius? Sagt, das geht in Ordnung. Schön, schön. Dann soll das Tor von nun an offen sein. Sehr schön. Da können wir uns mal um die Tiere kümmern. Die seltsamen Kreaturen von Santiago. Wer bist du? Ah, das war Paul mit seinen bösen Tieren. Wo sind die? Sind die da unten? Dann beseitigen wir die schnell. Oh Gott, meine Nase juckt. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht niesen. Nicht niesen, sondern niesen. Wen haben wir hier? Gnome. Ach, ich bin immer noch so ein bisschen auf der Gotik-Steuerung. Oh, die halten ja verdammt viel aus. Wusste ich gar nicht. Na komm. Au, 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 au. Das war schwach von mir. Hui. Au, au, au. Das war alles nicht ganz so klug, aber wir haben es trotzdem geschafft. Da haben wir auch einen Druidenscherling. Eine Truhe? Sehr schön. Maximales Mana plus 10. Die könnten wir tatsächlich mal an... Achso, wir können ja noch nicht zaubern. Ha. Okay. Was haben wir hier? Reiselust. Da muss noch irgendwo ein Gnom liegen, na bitte. Gut, dann können wir das mal Paul sagen. Paul, aber wir könnten trotzdem mal einen kleinen Heiltrank schlürfen. Um ein bisschen mehr Lebens... Komm schon. Ist das... Ja, das ist auch Tab. Okay, ich denke, drücke mich immer die ganze Zeit jetzt auf Invent... Also auf I. Ist aber eigentlich egal. So, Paul. Deine Monster sind erledigt. Wirklich? Du hast gegen diese Schrecklichen... Du hast dich ihnen gestellt? Ja. Gnome. Es war eine Bande von kleinen Gnomen. Oha. Gnome? Bist du sicher? Ich meine... Danke. Schon gut. Hör mal. Es ist vielleicht besser, wenn wir das nicht an die große Glocke hängen. Waren ja nur ein paar Gnome, oder? Ja, ja. Gut. Danke. Ich habe hier auch noch ein paar Münzen für dich. Wow. 25 Wow. Und wie bekommen wir aber einen Truthahn? Wir sollen in die Höhle gehen. In die Höhle in der Nähe? Ach, das habe ich vergessen. Wo ist denn das? Der Kristall des Feuers. Ist hier im Nordtempel. Machen wir das? Machen wir das gleich? Das ist auch ein Druiden-Scherling. Es sind so viele Motten hier unterwegs. Kommen wir überhaupt hier? Oh. Hallo Stachelratte. Aua. Ich sollte... Kann man... Die kann man nicht blocken. So ist das.
Und ich sollte mich immer besser vorbereiten. Ich gehe mal die auf die 3, das hier auf die 4. Gut, dann nehmen wir mal die 3. Speichern mal ab. Schauen uns hier weiter um. Da oben haben wir die bösen, bösen Geier. Da hinten ist, glaube ich, der... Was? Das meint er nicht ernst, das wird er... Wie töten wir eine Panzergrille? Das ist bestimmt mein Tod. Wenn ich treffen würde. Wow, machen wir viel Schaden gegen diese Panzergrille. Kann ich die blocken? Ja. Aua. Nein. Nein, nein und nochmal nein. Jetzt hängt sich's bestimmt auf. So wie immer eigentlich. Ich bin schon drauf gefasst und bereit. Nein, es geht. Sehr schön. Dann ist das eine etwas gemeine Aufgabe, wenn ich das mal sagen darf. Wir haben keinen Zauber, der uns dafür helfen könnte. Was sind denn das für Gegner? Ein Wolf, ganz normale, aber hm. Achso, okay. Ja, das habe ich jetzt. Schöne Bumpmaps da unten, oder wie man das nennt. Liegt das? Nein, es liegt nicht an Sweeterfix. Aber was liegt das? Das sieht echt nicht hübsch aus. Das haben wir überall, fällt mir gerade auf. Liegt das an meinen Grafikeinstellungen? Nein, kann es eigentlich nicht liegen. Hm. Sieht etwas komisch aus. Egal, dann töten wir mal die Stachelratte hier. Hallo, liebe Stachelratte. Au, 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 au. Es gibt's ja nicht. Was wollt ihr? Und reden wir mal zuerst mit Severin für die Lieferung. Der könnte aber eine Feder haben. Das mache ich zuerst. Hast du eine Feder? Lass uns handeln. Er hat keine Feder, verdammt. Ich komme von Meister Cyrus. Und? Sind die da oben endlich soweit? Können wir die Kisten raufschicken? Ja. Gut, dann werde ich alles weitere veranlassen. Da ist noch was. Ja? Meister Cyrus will die besonderen Artefakte sofort haben. Ich soll sie ihm persönlich bringen. Aha. Diese Stücke sind äußerst wichtig für uns. Wie kann ich sicher sein, dass du damit nicht abhaust? Genau das habe ich befürchtet. Nun? Er reißt mir den Kopf ab, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme. Das klingt in der Tat nach Meister Cyrus. Gut, ich traue dir. Nimm die Artefakte und bring sie ihm, bevor er dir wirklich was antut. Vielen Dank. Ging leichter, als ich dachte. Wobei es auch interessant wäre, zu erfahren, was wäre, wenn wir das andere gesagt hätten. So, ihr zwei, ihr habt da gerade Pause gemacht. Hehehehe. Nicht so tun, als hättet ihr das getan. Meister Abrax schickt mich. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin. Nur ein paar Pflanzen suchen, hat er gesagt. Aber irgendwie ist alles schief gelaufen. Ganz ruhig, alles der Reihe nach. Der tanzt hier mal in der Runde anscheinend. Was ist passiert? Barry und ich sind von Meister Abrax beauftragt worden. Das weiß ich alles. Was ist dann passiert? Also gut. Als wir im Wald waren, haben wir uns getrennt. Oh, das klingt ja nach einem Spitzenplan. Wir dachten, so finden wir die Pflanzen schneller. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Hast du Barry gesucht? Bitte hör auf damit. In diesen Wald setze ich keinen Fuß mehr. Lieber bleibe ich meinen Lebtag Novize. Bestimmt hat ihn irgendein Monster gefressen. Die aus den Ruinen. Wann hast du Barry zuletzt gesehen? Im Wald, als wir uns getrennt haben. Gott, das soll damit aufhören. Vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht genau. Du sollst in die Vulkanfestung zurückkehren. Aber was ist mit Barry? Und den Pflanzen? Darum kümmere ich mich. Gib mir deine Pflanzen. Aber
Du gehst in die Vulkanfestung und ich besorge die Pflanzen. Also her damit. Also gut. Hier. Ich suche nur noch ein paar Sachen zusammen und mach mich dann auf den Weg. Und immer schön auf dem Weg bleiben. Bruce, du kleiner... Ich will es nicht. Was guckst du so? Oh, okay, der will nichts. Habe ich dir schon geplündert? Nein. Ja, da hat er recht, die Gnome, die bösen Gnome. Gut, wir dürfen jetzt nach Barry suchen. Was müssen wir eigentlich... Müssen wir eigentlich noch Pflanzen suchen? Da habe ich echt keine Ahnung. War fast ein bisschen leichter, als ich dachte. Wobei ich jetzt ziemlich konzentriert war, was man vielleicht gemerkt hat, dass ich nicht geredet habe. Speichern. Wir dürfen nach solchen Kämpfen... Hoppala, wo? Ah, hier. Wir dürfen nach solchen Kämpfen auf keinen Fall vergessen zu speichern. Eine Heilwurzel. Da haben wir einen Kristall, da hinten haben wir eine Stachelratte. Ja, wir suchen eigentlich nur Barry. Da oben haben wir einen Gnome. Da haben wir diese... Viecher. Mod noch genau. Was seid ihr für Gnome? Normale Gnome. Ich bin unschlüssig, aber wagen wir es. Wieso treffe ich die so schlecht eigentlich? Sehr schön. Da haben wir aber Barry, glaube ich. Wow! Nicht wegfliegen. Ich will da eine Beute haben. Diese ganzen... Oh, Werkzeugbeutel. Aber diese ganzen Sichel und so bringen sich auch viel Geld. Der arme Junge. Barrys Ring. Kleine Heiltrank, Eile, Pfeil und Novizenstab. Haben wir noch irgend so... noch irgend sonst was, ja. Guter Satz. Schöne Aussicht. Das haben wir mit diesen komischen Ecken und Bäumen. Wie kriegt man die weg? Ist ja echt nichts das Schönste. Nehmen wir noch ein paar Gnome, Schweine. Ich würde gern zu den See dort hinten. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Mich treibt die Abenteuerlust. Wir können es versuchen. Es schadet ja eigentlich nicht. Wow! Ruhig Blutfalte. Na gut, die sind gar nicht so heftig. Noch ein Druidenscherling? Ein paar Mottenstaub. Was haben wir denn hier? Hinten sieht das aus, als wäre ein Haus oder so irgendwas. Der Teich ist hübsch, muss ich sagen. Ich spreche mal wieder. Wir haben immer einen Kampf wieder hinter uns. Wen haben wir denn hier? Ich glaube, wen wir hier haben, das erfahren wir in der nächsten Folge von Risen. Bis dann. Ciao.